Nachdem am Vormittag die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann vorgeprescht war und die komplette Wiedereröffnung der Kitas aufgrund erster Studienergebnisse in Aussicht gestellt hatte, zog Ministerpräsident Kretschmann dann in der Regierungspressekonferenz nach. Wir können damit ausschließen, dass Kinder besondere Treiber des aktuellen Infektionsgeschehens darstellen bei diesem Virus. Bisher gibt es wenig Studien dazu, welche Rolle Kinder im Infektionsgeschehen spielen, und diese wenigen bewerten die Situation zudem noch widersprüchlich. Klar ist nur, Kinder erkranken relativ selten und wenn, dann in der Regel nicht besonders schwer an Covid-19. In der Heidelberger Studie sind nun 2500 Kinder von 1 bis 10 Jahren untersucht worden, mit jeweils einem Elternteil. Bei den Eltern und Kindern wurden fast keine unerkannten aktuellen Infektionen mit dem Virus gefunden. Es liegt im Promillebereich. Die Zahl von Personen, die nach durchgemachter Infektion Antikörper gebildet haben, ist ebenfalls gering und liegt im Bereich zwischen 1 und 2%. Weiter gäbe es kaum unerkannte Infektionen bei den getesteten Kindern im Vorschulalter und die untersuchten Kinder hätten zudem auch seltener Corona-Infektionen durchgemacht als Erwachsene. Da sei der Anteil der Kinder signifikant geringer als der der Eltern, betont Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Auch wenn das nur erste Vorerkenntnisse aus der Studie sind, sei das ein klarer Trend und er werde sich wohl auch nicht mehr umkehren. Und das heißt, das Ausbreitungsrisiko ist bei Kindern in Notbetreuung nicht erhöht gegenüber solchen, die zu Hause betreut werden. Es waren vor allem Kinder aus der Notbetreuung, die da getestet worden sind. Das sei nun eine ganz entscheidende Information, auf deren Basis weitere Schritte angegangen werden können, sagt Kretschmann.